Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2. Wir sind jetzt hier in der Stadt Genos im letzten Part angekommen und, was soll ich sagen? Ich, nehme doch auf jeden Fall noch ein bisschen auf, es ist noch die gleiche Aufnahmesession und bin mal sehr gespannt auf jeden Fall, was es hier so erwarten wird. Hallo. Willkommen, Fremde in Genos, der Stadt der Intellektuellen. Okay. Genos ist die Stadt der Intellektuellen? Ja, hier wohnt beispielsweise der berühmte Professor Lurt, den viele Besucher befragen. Dann ist hier auch der begabte Künstler Kelvin anwohnend. Kelvin ist doch ein Spieleentwickler, oder nicht? Seine Bilder sind auch weltberühmt. Des Weiteren haben wir hier noch einen Arzt und einige Händler, sodass jedem Besucher sicher unsere schöne Stadt gefallen wird. Danke, dann schauen wir uns wohl am besten gleich mal um. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe wieder ein Vögelchen aufgeschreckt. Könnte ich bei Vögeln auch Tierschlachtung machen dementsprechend? Ich weiß es gerade nicht. Komm, kann ich euch nicht beklauen? Ich bin ein Vampir, ich muss das tun. Naja, nicht Vampire stehlen unbedingt, aber hier so. Ja. Nur einige Romane über völlig sinnfreie Abenteuer. Okay. Why not? Da ist ein Typ. Du siehst verdächtig aus. Ich verstecke mich unterm Regal. Kommt, Leute, hier sind wir gut getarnt. Keiner sieht uns. Hey, du. Malte. Hi! Hab dich ja lang nicht gesehen. Ach ja, schön. Ja, ich kannte mal einen Malte, beziehungsweise ich kenne ihn immer noch, aber ich habe nicht viel Kontakt gerade zu ihm, weil er halt weggezogen ist. Aber an sich so... Ich finde das toll, dass er Malte heißt. Ich finde das echt mal geil. Na, seid ihr auch so erschöpft wie ich? Bin ich froh, endlich ausruhen zu können. Wo kommst du denn her, dass du so erschöpft bist? Ich habe gerade PCs neu eingerichtet, nein. Nun, ich habe eine mehrwöchige Reise aus Ildan hinter mir. Ich hatte eine Frage, die mich schon seit Jahren beschäftigt hat. Und Professor Lurt konnte mir endlich eine Antwort darauf geben. Was für eine Frage war das denn? Und wie war die Antwort? Ist der Autor von Dunkle Schatten wirklich ein Vampir oder ist das nur ein Gerücht? Und, wie war Professor Lurts Antwort? Definitiv! Definitiv? Was definitiv, dass er ein Vampir ist? Oder dass es sich dabei um ein Gerücht handelt? Verdammt! Na toll, jetzt muss ich ihn nochmal fragen, was das wieder kostet. Er nimmt Geld für seine Antworten? Ja, natürlich. Wissen kostet eben. Wenn du das so siehst... Bildung ist halt nicht mehr kostenlos zu bekommen. Lasst uns lieber gehen. Oh boy. Bist du dieser komische Professor? Hallo. Nee. Caladriel. Ist das jetzt ein Kerl oder eine Frau? Ich glaube ein Kerl, oder? Oder vielleicht auch ein Transvestit. Ich glaube, es ist ein Kerl. Hallo, wollt ihr ein Bier oder so? Hier unten ist der Getränkevorrat der Gaststätte. Wenn ihr durstig seid, kann ich euch gerne ein gutes Bier anbieten. Danke, aber meinen Durst werde ich nicht mit einem Bier stillen. Hehe. Huh. Schön warm. Ich mag diese Musik. Die ist doch irgendwo her. Dann nur halt mit Gesang auch. Deswegen, ich kenne das doch. Woher kenne ich dieses Lied? Das kommt mir so extrem bekannt vor. Obwohl, das könnte auch so ähnlich nur klingen wie ein Lied aus einem Silent Hill Soundtrack. Da war, glaube ich, so eine ähnliche Passage mit drin wie hier. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist leider nichts dabei, was mein Interesse wecken könnte. Dann halt nicht. Oh, ich kann mich nicht ins Bett legen, mal eben. Hallo. Ina, willkommen in meinem kleinen, bescheidenen Inn. Kann ich euch ein Zimmer für die Nacht anbieten? Es kostet nur 160 Felar pro Nacht. Danke, aber im Moment nicht. Wie ihr möchtet. Wenn ihr euch doch noch umentscheidet, kommt einfach wieder her. Machen wir, danke.
Obwohl ich jetzt hier vielleicht gelangweilter sprechen sollen, so wie sie aussieht. Sie hatte nicht mal ein Gesicht. Also ich meine, kein Face-Dings. Oh Mann. Sie hatte nicht mal ein Gesicht. Ist schon traurig, wenn man kein Gesicht hat. Okay, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Hier können wir es wieder unter dem Regal verstecken. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Fluchttrank. Na, heiß. Auch wenn ich die bisher noch nicht benutzt habe, aber es wird später noch nützlich für die Dungeons, wenn wir die Runenstücke holen, glaube ich. Vielleicht steige ich auch dadurch eine Dingens auf, eine Stufe auf. 241 Filar, nice. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wodurch ich überhaupt Stufen aufsteige, wodurch ich dann meine Fähigkeiten noch mehr verbessern kann und sowas alles. Ich bin so unwissend. Muss ich mir von meinem Freund nochmal erklären lassen oder von, keine Ahnung, wem. Oh, du bist doch garantiert dieser besagte Typi hier. Nee, du bist eine Typin. Du hast hier aber keine langen Haare auf deinem Bild. Das, dein Spielecharakter an sich hier lügt uns an. Morgana Tar. Bist du eine Hexe? Siehst so aus. Oh, meine wunderbare Rose. Ich werde dir geben, was du brauchst. Oh, ist das diese besagte Blutrose jetzt hier etwa, die nur durch Blut wächst und nach Blut duftet? Alles in Ordnung bei dir? Hihi, meine Rose wird blühen, meine wunderbare Rose. Ich glaube, die hat wohl einen zu viel getrunken. Oh, meine Rose, sie braucht mehr zu trinken. Oh, ich werde es dir besorgen, meine kleine Blutrose. Sag ich doch, was ist denn eine Blutrose? Meine Blutrose muss trinken. Gebt mir Blutelixiere. Gebt sie mir. Wir besorgen welche. Oh, meine Blutrose. Bald wirst du trinken. Bald kannst du trinken. Die ist verrückt. Reichlich Bücher über die Pflege von seltenen Pflanzen. Eine merkwürdige rote Rose. Eine Menge Bücher über verschiedene Arten von Pflanzen, deren und deren Pflege, ja. Eine Blutrose. Kein interessantes Buch dabei. Dann halt nicht. La 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 la. Waren wir jetzt hier unten schon? Ich glaube schon. Ich bin so verwirrt. Ich habe so schlecht geschlafen die Nacht. Ich war so tot heute Morgen. Echt. Also heute hätte ich gerne irgendwie meine Arbeitszeit anders eingeteilt. Aber das geht ja frühmorgens nicht. Wenn überhaupt, muss ich das voraus ankündigen. Dann könnte ich das inzwischen sogar, weil ich Arbeitszeitverkürzung bekommen habe. Das sieht nicht danach aus, als wäre hier ein vernünftiges Buch dabei. So ein Pech aber auch. Ein Kätzchen. Süß. Und eine hübsche junge Frau. Hallo. Hallo. Gina. Du siehst ja sehr unglücklich aus. Meine Mutter ist in letzter Zeit wie verwandelt. Seit sie vor einigen Wochen ein merkwürdiges Buch gelesen hat, ist sie schon quasi besessen davon, diese verdammte Blutrose zum Wachsen zu bringen. Das ist ihre Mutter, okay. Weiß sie denn nicht, dass diese Pflanze verboten ist? Wo ist denn deine Mutter? Im Keller. Aber ich fürchte, ihr könnt mir und ihr auch nicht helfen. Ich kann nur hoffen, dass sie endlich wieder vernünftig wird. Na, mal schauen. Wenn ich sie zum Bluten bringe, wollte ich schon sagen. Wenn ich ihr diese Blutelixiere bringe und sie dann ihre Blutrose erblühen lässt, dann sind sie beide garantiert wieder glücklich. Hier ist ein Buch mit dem Titel Menschenkauf leicht gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sogar Bücher über Sklaverei gibt. Hey, das hab ich nicht geschrieben. Aber ein ähnliches Buch, wenn du das so betonst mit dem Das. Außerdem, seit wann schreibst du Bücher, Aska? Das wäre ja mal was ganz Neues. Ich meine, ich hätte nichts dagegen. Kannst dir Bücher schreiben, so viel du willst, ne? Aber das war mir halt völlig neu. Kann ich hier raus? Kann ich hier raus? Nein. Ach, klar. Kann ich hier nicht vorbeizwängen? Nein, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Viele Bilder. Du bist doch dann dieser Kelvin garantiert. Der sieht aus wie ein Kind aus dem Waisenhaus, was ich neulich entworfen habe. Halt!
Was, wie, wo? Ihr habt alle ein wirklich interessantes Profil. Und du bist wer? Oh, entschuldig bitte, mein Name ist Kelvin. Ich bin Künstler und erst 10 Jahre alt. Wollte ich gerade sagen. Bist du da nicht noch ein wenig zu jung für? Können ist keine Frage des Alters, sondern der geistigen Reife. Das stimmt. Ich bin sozusagen ein Wunderkind, aber ich mag diesen Begriff nicht sonderlich. Wie auch immer, ich habe all diese Bilder gemalt, die ihr hier seht. Und für nur 500 Filat zeichne ich euch ein Porträt. Danke, kein Bedarf. Wie ihr wollt. Wenn ihr es euch anders überlegt habt, kommt wieder. Ja, das hatten wir schon in Vampire's Dawn 1, deswegen brauchen wir es hier nicht nochmal. Eine hübsche rote Blume. Noch mehr Blumen. Und was ist das hier? Eine Menge weißer Blüten. Was ist das denn? Keine Ahnung, scheint wohl moderne Kunst zu sein. Ein Bild von einem kleinen Mädchen. Süß. Ein junges Mädchen in einem kleinen, in einem weißen Kleid. Sieht lecker aus. Irgendwelche Pflanzen von einem Sternenhimmel. Vor einem Sternenhimmel. Obwohl der Sternenhimmel ja da drüber ist eigentlich. Aber egal. Ich will mir das Bild da hinten auch angucken. Das sieht voll schön aus. Lass mich vorbei, du Scheißstuhl. Ach Mann. Ich kann auch nicht das Buch lesen. Ich kann hier gar nichts. Ist ja voll doof. OMG, wer bist denn du? Ich hatte mich so auf dein Bild gefreut. Und jetzt hast du einfach mal keins. Das sieht voll komisch aus. Hey, mein Bruder ist der größte Künstler der Welt. Er zeichnet Bilder und verkauft die für ganz viel Geld. Und wenn ich groß bin, werde ich auch mal so gut wie er. Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Kelvin ist einfach der Beste. Und wer bist du? Na, seid ihr auch gekommen, um euch von meinem Mann ein Bild zeichnen zu lassen? Vielleicht lohnt es sich denn? Natürlich lohnt es sich, vor allem für uns. Denn seine Fähigkeiten sind so begehrt, dass er seine Bilder zu absoluten Höchstpreisen verkauft. Frage ist nur, warum seid ihr verheiratet? Bist du auch ein Kind oder nicht? Ich bin gerade verwirrt deswegen. Und uns so ein recht angenehmes Leben ermöglicht. Ja, das sieht man. Danke. Aber nun entschuldigt mich, ich muss mich jetzt wieder meiner Schmucksammlung widmen. Natürlich. Oh, Leute. One Cool und das verlorene Sein im Angesicht des Lichts unendlicher Parität. Okay. Okay. Muse oder Pampelmuse? Moderne Malerei in der Kiste. In der Krise. Corona-Krise? Fragezeichen. Das Bild kann ich mir nicht angucken. Blutfiole, nice. Ein sehr hübsches Bild. Das Pferd ist sehr gut gelungen. Oho, ein dunkler Fürst vor einer Kerze. Gefällt mir. Wen wundert's? Alter, es ruckelt so ein bisschen. Warum? Warum ruckelt es? Hey du, weißt du, warum es ruckelt? Lori. Hey, pass bitte auf die Vögel auf. Was ist denn mit denen? Ihr sollt sie nicht aufschrecken. Ja, Entschuldigung. Spinnerin. Hey, es ist hier ein großes Haus. Holla, die Waldfee. Kind, ich dräng dich in die Ecke. Hey, ihr da. Wollt ihr mit meiner Katze spielen? Nein, tut mir leid. Dafür haben wir keine Zeit. Schade, sie mag Fremde eigentlich sehr gerne und will ständig spielen. Vielleicht später. Das wäre toll. Ich scheuche dir ein bisschen durch die Wohnung. Ist das auch spielen?
Oh, hier ist ja auch noch ein Raum. Schön, dass ich alle Truhen öffnen kann. Heiltrank. Das ist so ein großer Kamin auch da hier. Auch da hier. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Hier ist nichts. Ich werde doch gerade wieder müde, das merke ich. Mein Mund will sich schon gar nicht mehr bewegen, um überhaupt irgendwas zu sagen. Guten Tag, werte Herrschaften. Hallo. Sagen Sie, haben Sie auch diese Gerüchte gehört, dass nach denen der Clan angegriffen wurde? Nein, eigentlich nicht. Merkwürdig. Ich habe gehört, irgendwelche Monster sind dabei, den Clan permanent anzugreifen. Ich hoffe, das ist nicht wahr, jetzt wo alle Wachen aus Genos abgezogen wurden. Ich war das nicht. Ein Klo. Warum freue ich mich darüber so? Und eine Badewanne. Ich glaube, das ist echt das erste Klo, das wir hier halt so sehen. Deswegen, das ist was ganz Besonderes. Das Klo schlechthin in der Geschichte von Vampire's Dawn. Und ein sehr schönes Fenster, muss ich sagen. Mir gefällt das voll gut. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das total schön. Du siehst auch sehr schön aus. Hausmädchen. Ich möchte sie Meg nennen, weil sie lila Haare hat. Wie die aus Herkules, obwohl die hatte auch keine lila Haare. Ja, nur ein lila Kleid, aber egal. Entschuldigt bitte, aber ich darf nicht mit Besuchern sprechen. Bitte sprecht mit Herrn Jadron. Natürlich, entschuldige. Wir wollten dir keinen Ärger machen. Kann ich sie zum Vampir machen? Würde ich eigentlich ganz gerne gerade. Aber naja. Hallo, wer bist du? Oh, hallo, kann ich euch helfen? Oder ist es überhaupt eine Frau? Ich glaube schon. Gibt es irgendetwas Interessantes hier in der Stadt? Nun, wir haben einen Arzt hier, falls ihr krank seid oder generell Heilmittel benötigt. Ansonsten noch den absolut talentierten Künstler Calvin, der ein wahrer Meister seines Fachs ist. Und mich auch bereits des Öfteren nackt gezeichnet hat. Hihi. Oho, können wir uns die Bilder mal anschauen, um uns einen Eindruck von der Fähigkeit dieses Calvin zu machen. Nein, tut mir leid, die sind privat. Also echt, Asgard. Wie auch immer, wenn ich euch... Das war so geil. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann haltet euch von Morgana fern. Morgana? Das ist eine Irre, die in ihrem Keller merkwürdige Blutrosen züchtet. Absolut verrückt, wenn ihr mich fragt. Danke für die Hinweise. Gern geschehen. Schön warm. Sterben oder verrecken. Sinn und Unsinn des Todes. Hehe, der Titel gefällt mir. Können wir eine Blutflasche hier verwenden? Nee, wir können... Oh Mann, oh. Ich möchte die Katze schlachten. Nein, eigentlich nicht, aber naja. Leere Flasche, guck mal, da kriegen wir direkt wieder eine. Man muss es nur erwähnen, dass man sie benutzen möchte. Schön warm. Oh, ein süßer kleiner Wecker. So einen haben wir auch im Waisenhaus eingebaut. Das Waisenhaus an sich ist auch schon fertig gebaut, stellt euch vor. Und die Story ist zum Teil zumindest schon fertig, zu einem ganz kleinen Teil. Ich möchte sie wirklich gerne verwandeln, deswegen tue ich das jetzt auch. Komm, ich will dich verwandeln. Du sollst meine Vampirin sein. Sei glücklich. Oh, das wird ja nichts Besseres hier. Na, oder? Oder? Was? Nein! Achso, ja. Vampirkriegerin erschaffen. Tschö. Jetzt sie auch ganz leer saugen können, glaube ich, oder? Darf man ganz leer saugen beim Verwandeln? Ich weiß es nicht. Ich habe meine erste Vampirin erschaffen. Ich fand sie halt so traurig da. Deswegen. Ich konnte das nicht mit ansehen. Ich musste sie verwandeln und ihrem Sinn ein neues Leben geben. Ihrem Leben einen neuen Sinn geben, meine ich natürlich. So. Ich könnte dich auch verwandeln, weil du mir auf den Keks gegangen bist, aber das lasse ich mal. Mann, ich möchte so gerne
Kann ich die Tierschlachtung machen? Wie kann ich das machen? Geht's hier unten nicht noch weiter oder macht das hier eine Kurve, dass ich hier im Kreis laufen kann? Ich glaube, das macht hier eine kleine Seelenstein. Schön. Na komm, gehe ich eben noch hier rein, glaube ich, oder? Ja, doch. Oh, das ist ein Laden. Wer bist du denn? Blutfiole. Hallo. Magolona. Was für ein Name. Kommt und kauft. Was hast du denn so? Bis zum nächsten Mal. Jo, tschö. Sieht nicht danach aus, als wäre eines der Bücher interessant. Dann halt nicht. Nur einige Bücher über Tiere und Wüste. Wüste? Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Rezept 27 erhalten. Not bad. Ihr Truss! Was habt ihr hier oben zu suchen? Der Laden ist unten. Hier oben ist alles privat. Bitte geht wieder runter. Oh, Entschuldigung. Wir gehen sofort. Und wenn ihr dann unten seid, kauft fleißig ein. Ich habe nur eine Sache gekauft. Das war zu uninteressant ansonsten, du Arsch. Naja, was soll's. Und wer bist du? Etzkiel. Wie kann man denn Etzkiel heißen? Mann, hatte der grausame Eltern. Oh, hallo. Ihr seid wohl auch Besucher, was? Sieht mir das so deutlich? Irgendwie schon. Ich bin auch einer. Und weswegen bist du nach Genus gekommen? Nun, ehrlich gesagt, habe ich schon seit einer kleinen Ewigkeit ein Problem mit meinem Knie und hoffe, dieser berühmte Dr. Manor kann mir helfen. Na, dann wünsche ich dir viel Glück damit. Danke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt in Genus. Danke. Der ist ja nett. Hoffentlich geht's dir bald besser. Hier ist noch ein Laden. Ein Laden für Waffen. Hast du schon neue Ausrüstung für uns? Irgendwas ganz doll Tolles? Komm, betrachtet mein Hammer. Komm, betrachtet meine herrlichen Waffen und Rüstungen. Oh. Ein langer Stab. Nö. Auf bald, werte Kundschaft. Oh, hier geht's ja noch nach oben. Hallo, wer bist du denn? Hübsches Kind. Hallo. Mauren. Was für ein schrecklicher Name. Oh, habt ihr euch wohl ihr habt euch wohl verlaufen. Das Geschäft ist im Erdgeschoss. Eigentlich wollten wir uns nur ein wenig umschauen, ob wir vielleicht irgendwo helfen können. Ja, das könnt ihr. Wie denn? Geht runter und kauft etwas. Hehe, weil na, glaubst du, du schaffst das? Oder muss ich dir wieder helfen? Ach, sei still. Dafür habe ich dich jetzt beklaut. Ich fand dich so süß. Ich dachte schon, ich könnte dich vielleicht auch zu einer süßen Vampirin machen, aber du willst ja gar nicht. Du bist ja ganz doll doof. Nee, nicht ganz doll doof, aber das Dienstmädchen fand ich passender dafür. Sie war würdig. Da ist eine Spritze oben drüber. Jetzt sind wir hier beim Arzt, denke ich mal, gell? Oh ja, das sieht man schon. Wir sind beim Arzt gelandet. Ich gehe erstmal nach oben und raub ihn ein bisschen aus. Ein Hund. Wuff. Wuff, wuff, wuff. Hallo. Oh, hallo. Wie kann ich euch helfen? Nun, vielleicht kennst du ja ein paar interessante Gerüchte. Gerüchte? Hm, mal schauen. Also momentan wird gemunkelt, dass Kelvin der Künstler hier in der Stadt einen großen Auftrag vom Clan bekommen hat. Angeblich will ein gewisser Sir Aaron, dass alle wichtigen Leute des Clans ein eigenes Porträt bekommen, welche dann in einer Halle der Helden aufgehangen werden. Ist eigentlich eine schöne Idee von ihm. Ziemlich selbstverliebt, oder? Das will ich nicht bewerten, aber durch diesen Auftrag wird Kelvin wohl dermaßen viel Filar verdienen, dass er sich seinen Traum eines kleinen Schlosses am Strand wohl verwirklichen kann.
Ach, man braucht gar kein Geld, um an ein Schloss zu kommen. Ich verstehe zwar nicht, was ihr damit meint, aber ich denke, dass dadurch viel weniger Besucher nach Garnus kommen werden. Denn viele Leute kommen nur wegen ihm hierher. Hm, und sonst? Wovon redet man derzeit in der Stadt? Eigentlich nicht viel. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist Genos eine Stadt voller gebildeter, eingebildeter und reicher Menschen. Da passiert eigentlich nicht so viel. Stattdessen spricht man nur über Geld oder intellektuelle Dinge. Na, danke jedenfalls für deine Zeit. Gern geschehen. Und denk dran, mein Mann verkauft wunderbare Heilmittel. Sicher. Die war doch wirklich auch sehr nett. Und ein sehr großes Waschbecken, und es soll das eine Badewanne sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß, hat Natalik. Ein bisschen Zeit haben wir noch kurz. Komm, machen wir den Part ein bisschen länger. Reden wir eine Runde mit dem Arzt. Und dann werde ich den Part wohl auch dann beenden. Oh, Fila. Sorry, dass ich den Sparschwein geplündert habe, Arzt. Herr Doktor, Herr Doktor. Sie haben einen komischen Zopf. Guten Tag. Wollen Sie ein paar Heilmittel kaufen? Ja, möchten wir. Okay, sonst gibt's auch nichts mit ihm zu bereden, also... schon sehr viel, deswegen komm. Lassen wir 5 haben, das reicht eigentlich erstmal. Oh, davon haben wir auch ein paar. Kostet überall gleich viel. Da könnten wir vielleicht noch so ein paar von gebrauchen. Ich mach mal die 10 voll, man weiß ja nie. Krankheit heilt alle negativen Zustände, miau. Ja bitte. Gib mir 3. Komm, machen wir auch die 5 voll, ne? Komm. Wenn man schon mal sowas Geiles hier gerade hat. Wer sagt nicht mal bis zum nächsten Mal oder sowas? Undankbarer Sack. Also wirklich. Man kann doch mal ein bisschen dankbar sein, wenn man so eine Kundschaft hat hier. War ich hier schon? Ich glaube ja. Hier ist nur der Schleichweg gelaufen. Hier irgendwie noch was hier irgendwo versteckt? Warum ist hier so? Warum ist das hier so? Das sieht so auffällig aus. Jetzt erkunden wir Genos eben noch zu Ende, würde ich sagen. Sie hat ein Doppelstimmchen bekommen. Hallo, wer bist du? Du bist ein Kerl, oder? Nee, Marleen. Hm, ihr seht aus, als wärt ihr wahre Abenteurer. So sehen wir so aus? Ja, das tut ihr. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Wobei denn? Ich bin Wissenschaftlerin und auf der Suche nach den 6 Schreinen der Macht. Mist. Es wird erzählt, dass diese Schreine einem Menschen diverse Kräfte verleihen. Ich weiß nicht, ob das auch für Menschen gilt, Kind. Ich möchte das mal aus wissenschaftlichen Gründen untersuchen. Ach so, okay, macht doch Sinn, der Satz. Und ob es wahr ist, dass man ihre Kräfte mit diesen farbigen Steinen entfesseln kann, die so mancherorts gefunden werden. Und was haben wir damit zu tun? Nun, wenn ihr viel herumkommt, ist es doch wahrscheinlich, dass ihr früher oder später auf diese Schreine stößt. Wir sollen für dich die Schreine finden? Ja, ich brauche die Positionen aller 6 Schreine. Natürlich werde ich euch dafür fürstlich belohnen. Okay, wir versuchen es. Oder was auch immer da stand, ich habe es gar nicht richtig gelesen. Großartig. Kommt wieder, wenn ihr alle 6 Schreine gefunden habt. Mhm, die 6 Schreine der Macht. Jede Menge wissenschaftlich klingende Bücher. Hm. Und sonst so. Schattenpulver. Stethoskope im Feldeinsatz und Heilbinden. Dein Freund und Helfer sind noch die interessanten Bücher. Okay. Opa! Opa Borstig! Beranor. Oh, guten Tag! Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs, Fremde? Nun, vielleicht könnt ihr uns ja einige interessante Dinge erzählen. Oh, als ich... Oh,
ich als alter Mann kenne viele interessante Geschichten, aber am spannendsten ist die Geschichte über die 6 mysteriösen Schreine, die in den entlegensten Ecken dieser Welt versteckt sind. Meine Tochter sucht schon seit Jahren danach. Laut einiger alter Aufzeichnungen kann ein Mensch die Macht der Schreine entfesseln, wenn er die richtigen Steine bei sich hat. Für jeden Schrein wird ein Stein einer bestimmten Farbe benötigt. Und das reimt sich auch sehr schön, Schrein und Stein, vielleicht deswegen. Wirft man nun den passenden Stein in den Schrein, entfesselt dies seine Macht, welche sich auf den Werfer des Steins überträgt. Faszinierend, findet ihr nicht? Ja, das ist es. Aber ihr wisst nicht zufällig, wo man diese Schreine, die Steine und Schreine finden kann. Nee, natürlich nicht. Sonst wäre ich nicht hier, sondern würde auf meinem Thron sitzen und die ganze Welt beherrschen. Eine sehr verlockende Vorstellung. Tja. Oh, ich bin so K.O., ey, Hilfe. So K.O. war ich schon lange in keiner Aufnahme mehr oder bin dann munter geworden. Und hey, das haben wir echt noch in diesem Part geschafft. Wir haben Venus durch. Uhu! Nur mal sehen, ob ich Janosch nochmal irgendwann wiederfinden werde. Und sonst gehe ich einfach jetzt der Hauptstory im nächsten Part weiter nach. Auf jeden Fall speichern, bevor ich das vergesse. So, und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Der Part ist jetzt ziemlich lang geworden, aber scheiß drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, ihr Lieben. Ciao!